Seid ihr gesund? Passen eure Werte? Passt euer Vitamin D? Ja, gibt es irgendwelche Entzündungswerte, die zu hoch sind? Ich verstehe es nicht, warum das nicht gemacht wird. Und ihr müsst das machen, Freunde. Ich weiß, es ist aufwendig. Freunde, wir haben nur einen Körper. Das ist unser Tempel und der muss gesund sein. Eine Seele, eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, bitte achtet darauf. Noch ein kleiner Tipp, Freunde. Ja? Wichtiger Punkt hier. Ich möchte jetzt, wir haben natürlich hier draußen, es wird kälter, ja, das Immunsystem ist bei vielen richtig scheiße und viele sind einfach hier nicht sehr gesund unterwegs. Lasst mich euch einfach hier für die Sascha Army hier die wichtigsten Punkte mal rausballern, was eure Gesundheit betrifft. Ja. Und das ist jetzt, das hat jetzt einfach nur den Sinn und Zweck, damit ihr bitte hier gut über den Winter kommt und jetzt nicht alle krank werdet, weil vor dem Winter ist natürlich immer ganz klar, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden. Das heißt, bitte Freunde, es gibt die wichtigsten Punkte. Man weiß sie, vielleicht kennen sie nicht alle, aber ihr müsst einfach mal zuhören, Freunde. Und zwar das absolut Wichtigste. Macht Kraftsport, macht aber auch Ausdauersport. Ja? Unglaublich wichtig. Macht auch Ausdauersport. Wenn ihr aufbauen wollt, reicht es einmal die Woche. Wenn ihr abnehmen wollt, dreimal die Woche. Ganz wichtig, schaut, dass ihr jetzt im Winter keinen Vitamin-D-Mangel habt. Werdet ihr aber haben, durchschnittlich bei Schülern sind ungefähr bei 80% der ihn haben. Und das ist ein unglaublich großes Problem. Vitamin-D und genauso Omega-3 für euer Herz. Und deswegen schaut bitte, dass es wirklich passt, euer Vitamin-D und Omega-3. Vitamin-D ist abhängig davon, ja, wie groß ihr seid und so weiter, wie viel Licht ihr bekommt. Aber ungefähr 2-3 Tabs nehmt ihr einfach von Vitamin-D und könnt ihr euch überall holen. Ganz egal wo, natürlich gibt es bei Prozis auch, aber ich sag's euch, ich will jetzt hier nicht keine spezifische Werbung machen. Ich will einfach sagen, es geht einfach nur darum, bitte deckt euren Bedarf da ab. Dann schützt ihr euer Immunsystem extrem, extrem gut. Ja, egal ob jetzt Grippe ist, Corona ist, was man ist, der schwere Verlauf wird so natürlich auch ein bisschen unterstützt, das Immunsystem wird unterstützt und dementsprechend bitte Vitamin D und Omega 3 supplementiert. Ja, wir haben hier bei uns hier ist das Wetter, die Sonne, es fehlt einfach an allen Ecken und Kanten. So, dann geht's weiter. Bitte, Freunde, achtet darauf. Ja. Soziales Umfeld. Ja. Epigenetische Einflüsse haben genauso, oder Faktoren haben genauso einen Einfluss auf eure Gesundheit. Wenn es euch nicht gut geht, wird sich das nicht nur psychisch auf euch ausschlagen, sondern natürlich auch vor allem auch auf eure physisch. Also auch physisch, das heißt auch auf eurem Körper. Ihr werdet dann Krankheiten entwickeln können, wenn es euch nicht gut geht. Also bitte achtet darauf, dass ihr euch auch wohlfühlt. Und wenn ihr euch im Leben nicht wohlfühlt, dann habt den Mut, etwas zu ändern. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, egal, welchen schweren Koffer ihr mitschleppen müsst, jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen, aber da muss man den Mut zusammenbringen, dass man da was ändert. Es ist wichtig, dass ihr ja, artgerecht gehalten werdet als Menschen. Ja, da gibt es nämlich den Vergleich mit dem Affengehege. Affen, Tiere, Wale, ganz egal, Delfine, bilden ja, physische Krankheiten aus, ja, wenn sie nicht artgerecht gehalten werden. Und so geht es uns Menschen auch. Ja. Und es ist nicht artgerecht, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr euch eingeengt fühlt, unglücklich seid, 80 Stunden die Woche arbeitet oder was weiß ich, was euch nicht glücklich macht. Also bitte achtet auch darauf. Ja. Das ist auch ein weiterer Faktor, der sehr oft vernachlässigt wird, ja, neben dem Sport. Ja. Das ist der Klassiker. Natürlich auch Ernährung. Versucht euren Fleischkonsum zu, jetzt nicht, ich will nicht, dass jetzt hier alle kein absolut alles sofort vegan oder vegetarisch werden, aber zumindest zu reduzieren. Für eure Gesundheit, Freunde. Wirklich, macht es und esst mal Obst und Gemüse. Es ist eine Gewohnheit. Es ist immer nur eine Gewohnheit, meine lieben Freunde. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr, ganz egal, ja, einfach eine Gewohnheit entwickelt, ob das Training ist oder Ernährung ist. Sobald wir Dinge machen, 20 Tage, 30, 40 Tage, wird es zur Gewohnheit und es ist nicht mehr schwer, es ist normal. Und diese Faktoren, ja, das ist euer Schutzschirm. Und wenn ihr diese Faktoren, ja, es ist nämlich so, wir haben eine Wahrscheinlichkeit laut Studien, dass wir jetzt, sagen wir mal, dass wir auf den Punkt kommen, wo man sagt, ja, wir leiden jetzt an Zivilisationskrankheiten, ja, wie Demenz, Krebs, Tumoren und so weiter und so fort, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Je mehr Risikofaktoren ihr habt, ja, desto höher ist das Risiko natürlich, dass ihr daran irgendwann sogar sterbt oder leiden müsst. Es ist nicht normal, auch nicht im Alter, dass man solche Krankheiten bekommt. Es wird nur als normal angesehen und das darf nicht mehr passieren.
Die Studienlage ist soweit, dass man das weiß, ja, aber es dauert meistens so 15 Jahre, sagt man, bis es in der Gesellschaft ankommt. Natürlich, weil es da viele gibt, die mit dem nicht einverstanden sind. Ganz klar, wenn man jetzt sagt, ja, ernährt euch nur noch gesund, ist natürlich wie jemand angefressen, der jetzt keine gesunden Produkte produziert. Am Ende des Tages, Freunde, will ich nur, dass ihr wisst, dass wenn ihr 9 Risikofaktoren habt, ja, dann ist eure Wahrscheinlichkeit, dass ihr an so etwas versterbt oder leidet, 300 Mal so groß, wie wenn es nur 2 Faktoren sind. Ja. Ihr müsst nicht überall perfekt sein, aber schaut, dass ihr das meiste abdeckt. Ja. Und da spreche ich einfach von Kraftsport, Ausdauersport, Omega-3, Vitamin D, dann natürlich auch Wohlbefinden. Soziales Umfeld muss auch immer eine wichtige Rolle spielen. Genügend Schlaf genauso, Freunde. Ist genauso wichtig, dass man nicht komplett eskaliert und übertreibt, immer nur im Stress lebt. Es gehört genauso dazu. Ne? Und bitte, auch Meditation kann man auch mit Mobility vielleicht anpassen, aber auch Meditation ist ein epigenetischer Faktor, der Einfluss auf eure Gesundheit hat. Ist crazy, ist aber wissenschaftlich erwiesen, das ist kein Humbug. Ja? Und am Ende des Tages wird wahrscheinlich mit dem Stressfaktor zusammenhängen, ja? Da bin ich jetzt kein Profi, das habe ich auch noch nicht genauer analysiert in der Studie, wieso, weshalb, warum. Fakt ist es, aber wieso das jetzt so ist, dann wird es wahrscheinlich deswegen sein, weil man einfach den Stressfaktor reduziert, den Blutdruck vielleicht sogar senken kann, durch Dehnen, durch Meditation. Und am Ende des Tages, ja, ist man so einfach gesünder. Und da sind 9 Faktoren, die passen müssen, Freunde. Bitte. So viel zu dem. Vitamin D, Omega-3 müsst ihr euch nicht bei Prozis holen, holt euch das, wo ihr wollt. Ganz egal. Wichtig ist nur bitte, schaut, dass das passt. Und macht auch mal vielleicht sogar, ich meine, man fährt jedes Jahr schaut man, dass das Auto passt. Jedes Jahr macht man fucking Service beim Auto. Ja, passt das Öl? Haben wir nicht genügend Rost? Ist Gott sei Dank nicht genügend Rost am Start? Und. Passt der Reifendruck? Und. Was machen bei Menschen? Einen Scheiß machen wir, Freunde. Einen Scheiß. Wir lassen uns nie kontrollieren. Ihr müsst, meine lieben Freunde, unbedingt bitte geht euch auch mal eine Blutabnahme machen. Das heißt, geht da hin und schaut einfach mal, ob eure Werte passen. Da macht ihr nichts falsch. Einfach mal zu schauen, seid ihr gesund? Passen eure Werte? Passt euer Vitamin D? Ja, gibt es irgendwelche Entzündungswerte, die zu hoch sind? Ich verstehe es nicht, warum das nicht gemacht wird. Und ihr müsst das machen, Freunde. Ich weiß, es ist aufwendig. Vielleicht kostet es auch was, weil nicht alles von der Krankenkasse übernommen wird, wenn ihr alle Werte sehen wollt. Könnt auch gerne mal euren Testosteron-Level checken lassen beim Blutwert. Wieso nicht? Ja, kann auch bei vielen vielleicht zu gering sein. Dann müssen wir das anpassen. Dann müssen wir schauen, wo hakt es. Ja, dann schaue ich, okay. Ich habe jetzt hier ein zugängliches Testosteron-Level. Ist natürlich extrem wichtig, dass das passt für den Muskelaufbau. Und dann schaue ich, okay, warum ist der so gering? Falls er zu gering ist. Vielleicht passt es eh. Aber wenn er zu gering ist, kann ich ja was dagegen tun, weil ich es weiß. Dann weiß man, okay, das Testosteron natürlich steigern, man informiert sich ein bisschen, weiß man, okay, genügend Schlaf, weniger Stress, vielleicht sogar mehr Workouts, kontinuierliche Workouts machen, gesunde Ernährung, ernähre ich mich wirklich gesund und. Und dann kann man das ausbessern. Wie man beim Auto nicht anders machen. Wenn man ein Auto sieht, ah, okay, hier haben wir einen zu geringen Wert, auf Dauer wirst du nicht mehr so schnell fahren können mit dem Auto, ja, dann lass uns halt mal, ja, keine Ahnung, das Rohr ausputzen. Dann wird das gemacht und man zahlt es einfach so. Aber ja, ein Blutbild zu machen für 20 Euro oder 50 Euro, was man selbst zahlen muss, da überlegt man dann. Freunde, wir haben nur einen Körper. Das ist unser Tempel und der muss gesund sein. Eine Seele, eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, bitte achtet darauf. Einfach mal nur, was ich jeden Winter euch immer sage, das ist jetzt nicht der erste Winter, bitte achtet auf euer Immunsystem und macht das für eure Gesundheit. Wir wollen ja alle gesund und lang leben und ich bin Fitness-YouTuber, Freunde, und das liegt mir natürlich am Herzen.